was haben Kult-Talkshow-Moderatorin Britt Hagedorn, Fußball-Weltstar Raúl González und Model Laura Maria Rieper gemeinsam? Die Antwort: Sie alle vertrauen diesem einzigartigen Mann ihre Liebsten ab. Hundetrainer Jörg Müller. Manchmal habe ich immer noch das Gefühl, ich habe irgendwie so einen Traum oder ich wache irgendwann auf und jemand schüttelt mich und sagt, steh mal auf oder so. Unterwegs mit dem Hundetrainer der Stars. Okay. Wie an jedem Morgen seiner 7-Tage-Woche sammelt der Dogwalker in Essen und Umgebung die Tiere seiner Kunden ein, zu denen auch viele Millionäre und Promis gehören. Wenn die arbeiten oder verreisen, kümmert sich der 61-Jährige um ihre Hunde. Eine Stammkundin wohnt hier. Hallo, meine Liebe. Hallöchen, ah, komm auch direkt raus. Hi, wie geht's dir? Schön. Viel Arbeit, aber schöne Arbeit. Hi, Spatz. Alles gut? Alle dabei. Alles gut? Wir begrüßen Model und Instagrammerin Laura Maria Rieper, Verlobte von Sänger Pietro Lombardi. Die 27-Jährige möchte ab heute 3 Hunde in die Hände des Dogwalker geben. 2 eigene plus einen ihrer Eltern. Also bei uns ist es so, wir fahren jetzt mit der gesamten Familie in den Urlaub, also auch meine Eltern. Deswegen ist auch die Hündin von meinen Eltern mit dabei. Und bei Akira ist es hauptsächlich so, also man sagt ja American Akita, ein bisschen schwierigere Hunderasse. Sie ist wirklich schon, seitdem ich sie habe, also seit klein auf, ist sie bei Jörg und ich vertraue wirklich Akira nur ihm an. Ich weiß, die Hunde sind super gut aufgehoben. Und Jörgs wachsamen Augen entgeht nichts. Auch nicht, dass gerade die Hündin eines anderen Kunden ins Promi-Haus gelaufen ist. Aber jetzt müssen wir mal gucken. Ich hoffe, Pedro hat keine Angst vor Rosi, weil Rosi ist, glaube ich, bei euch reingegangen. Rosi? Rosi! Ach so. Rosi? Guckst du, guck mal, Rosi, was machst du für ein Schild? Nur ein kurzes Kommando und zurück ist die Ausreißerin. Klar, man sieht viele Trainer, die gut mit den Hunden umgehen, aber sowas habe ich wirklich zuvor noch nie gesehen. Was Laura meint, versteht man am besten, wenn man Jörg mit den Hunden im Wald sieht. Hier trainiert er 2-mal täglich, mit bis zu 15 Hunden unterschiedlichster Rassen. Sein Erfolgsrezept? Der liebevolle, motivierende Umgang mit den Hunden. Es wirkt, als wüsste jedes Tier, was es darf und was nicht. Selbst wenn ich ihm den vor der Nase halte, nimmt er den nicht. Und dann guckt er mich die ganze Zeit an. Okay, Tessie. Das gibt's doch gar nicht. Die Aura von Jörg ist beeindruckend. Erst seit 9 Jahren ist der ehemalige Altenpfleger Hundetrainer. Seine Begabung spricht sich rasant rum. Bis zu millionenschweren Bundesliga-Profis. Sein erster Starkunde ist der ehemalige Schalke-Spieler Weston McKennie. Das ist jetzt ein Nationaltrikot. Und das habe ich von ihm bekommen dafür, als ich sogar die Hunde nach Turin gebracht hatte. Dann kommt natürlich so ein bisschen das Highlight für jeden Fußballfreak ist halt das. Das ist ein Originaltrikot von Raúl. Von Weltstar Raúl González, ehemaliger Spieler der galaktischen Mannschaft von Real Madrid. Mitspieler von Figo, Ronaldo Zidane und David Beckham. Als der Spanier zu Schalke 04 wechselt, bucht auch er Jörg als Hundetrainer. Da kriegt man Schnappatmung teilweise bei, weil man sie ja nur aus dem Fernsehen kennt oder aus dem Stadion. Und plötzlich steht dieser Mensch vor dir. Das ist Raúl, Ende. Da gibt es keine Lative nach oben, weil es ist der Fußballgott, Ende. Für Fußballfan Jörg ist das ein Highlight seiner bisherigen Arbeit. Mehr aber auch nicht, sagt er. Denn für ihn spielen Herkunft und Vermögen seiner Klienten keine Rolle. Guten Morgen. Ich habe noch nie Trinkgeld bekommen von denen. Die zahlen nicht mehr, die zahlen teilweise sogar weniger, weil sie kommen aber öfters. Sie zahlen regelmäßiger. Aber ich mache da keinen Unterschied, weil da ein Name hinterher ein Porsche oder ein Ferrari, oder das ist mir sowas von egal. Bedeutet, für 1,5 Stunden Gruppenrunde im Wald zahlt jeder 15 Euro pro Hund. Ab 65 Euro gibt es die Tagesbetreuung. Genauso konsequent wie in der Arbeit mit den Tieren ist der Dogwalker aber auch beim Fehlverhalten mancher wohlhabender Besitzer. Aber hurtig jetzt. Ab nach vorne. Zack. Und beim anderen habe ich morgens gesagt, dann macht er die Tür auf, guckt mich gelangweilt an und sagt, ach, der Hundetrainer. Und geht wieder weg. Und dann habe ich zu ihm gesagt, kommen Sie bitte noch mal zurück. Und dann sagt er, warum, was ist los? Ja, ich habe gesagt, Sie müssen heute mit Ihrem Hund rausgehen. Wieso? Und dafür haben wir dich doch. Ich habe gesagt, Sie haben mich nicht. Ich habe gesagt, bitte mit Respekt. Und dann durfte er mit seinem Hund gehen, weil ich bin dann weggefahren. Jörg Müller, ein Mann mit klarer Kante, den die Schönen und Reichen wie einen Freund empfangen, dem die Hundeherzen zufliegen und der durch seine besondere Gabe als Hundetrainer
inzwischen schon selbst fast ein Star ist. Ich mache kurz eine Trinkpause und habe einen Tipp für euch. Ihr könnt nicht genug von uns kriegen, was ich verstehen kann, oder von unseren Beiträgen. Dann könnt ihr die hier gucken oder ihr abonniert einfach unseren Kanal oder könnt noch am allerbesten links unten klicken oder rechts, wie auch immer, alle unsere Folgen auf Join. Frühstücksfernsehen immer und überall. Könnt ihr alle Highlights nochmal nachgucken. Prost.